Mein Name ist Luzi Hoppenheit. Ich bin Bauleiterin bei Wolf und Müller in Köln. Also ich habe während des Studiums, am Ende meines Masterstudiengangs, habe ich mich dafür entschieden, bei Wolf und Müller ein Praktikum oder eine Werkstudentenstelle zu machen, um mal so ein bisschen reinzuschnüppern, ist das was für mich in der Bauleitung. Das hat mir super gefallen. Dann wurde mir auch direkt angeboten, da die Masterarbeit zu schreiben. Habe ich dankend angenommen und wurde da schon super unterstützt von Wolf und Müller. Das hat mich halt dazu bewegt, dann auch am Ende dieses Trainee-Programm zu machen, was Wolf und Müller anbietet. Das war super. Also nach meinem Trainee-Programm haben wir gemerkt, also sowohl mein Vorgesetzter als auch ich, dass das sehr gut zusammenpasst. Und genau aus dem Grund bin ich dann auch geblieben. Ist es schon momentan so, dass der Markt gibt es nun mal her. Ich werde regelmäßig schon angerufen. Und ich bedanke mich dann jedes Mal, aber sage nein, eigentlich bin ich bei Wolf und Müller sehr zufrieden. Mir fällt kein Grund ein, warum ich jetzt wechseln möchte. Und das ist auch tatsächlich so. Also erstmal finde ich es grundsätzlich sehr schön, wenn eine Frau in einen untypischen Beruf oder ich sag mal in einen Männerberuf eintritt. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn ich über eine Straße lang laufe oder fahre, die ich quasi mit erschaffen habe und auch mit abgerechnet habe. Die Begeisterung im Unternehmen bei Wolf Müller kann man fast zu jeder Zeit spüren, eigentlich bei jedem Baufortschritt, den wir quasi erleben, sind wir eigentlich begeistert, wieder was Neues erschaffen zu haben. Ich kann mich noch an meinem ersten Tag erinnern bei Wolf Müller. Da waren auch sehr viele Kollegen überwiegend, aber die waren grundsätzlich vom ersten Moment sehr freundlich, höflich. Auch auf der Baustelle, die ganzen Kollegen immer sehr hilfsbereit. Also ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Und das Schöne ist auch, dass wir langsam eben rangeführt werden. Wir kriegen es erklärt, beschrieben, gezeigt. Also es ist quasi erstmal immer jemand dabei. Man fühlt sich quasi immer begleitet und unterstützt. Also mir persönlich gefällt das Weiterbildungsangebot bei Wolf Müller sehr gut. Es gibt die Wolf Müller Akademie, die sehr vielfältige Angebote hat, um sich weiterzubilden. Also ich finde Wolf Müller sehr modern. Bauen reizt mich grundsätzlich, etwas Bleibendes zu schaffen. Zu einem guten Arbeitsumfeld gehört für mich auch, dass in einem Unternehmen entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Das fängt mit der persönlichen Arbeitsplatzausstattung, Mobiltelefon, Laptop an, setzt sich aber auch in weiteren Arbeitsmethoden dann fort, die sehr innovativ sind im Haus Wolf und Müller, wenn man zum Beispiel an das Thema Building Information Modeling denkt, das modellorientierte Planen und Bauen. Ich hatte Gelegenheit, Erfahrungen in einem großen Baukonzern zu sammeln. Und seit meiner Tätigkeit bei Wolf und Müller sind mir durchaus einige Unterschiede aufgefallen. Hervorzuheben ist da, dass bei Wolf und Müller ein wesentlich familiärerer Umgang über die Hierarchieebenen herrscht und auch gelebt und umgesetzt wird. Beim Bauen fasziniert mich immer noch wieder dieser Stolz, den man hatte, wie früher als Junge, hast eine Bude gebaut, die war super, die hat man seinen Eltern gezeigt. Heute bin ich ein Elternteil und das, was ich gebaut habe, kann ich meinen Kindern zeigen, kann ich meiner Tochter zeigen, die dann mir sagt, gucke Papi, hier über diese Straße, die wir jetzt fahren, die hast du gebaut, ne? Ja, kann man stolz sagen, genau die Straße habe ich gebaut. Also an Wolf Müller fasziniert mich, dass ich ein Projekt, dass ich gefragt werde, welches Projekt möchte ich machen, welche Größenordnung von Projekt soll es sein und ich mir dann aussuchen kann, die Größenordnung soll es sein, in dem Rahmen soll es sein und dann habe ich eine freie Zeitgestaltung, wie ich dieses Projekt zu Ende führe oder wie ich dieses Projekt zum Ende bringe und fertigstelle. Weil das ist, was man bei Wolf Müller definitiv spürt, dass die Führungskräfte eine Schulung bekommen. Und das ist das, was Mitarbeiter unter den Führungskräften mitbekommen. Also das habe ich in noch keinem Konzern gesehen, dass sich Führungskräfte so für die Mitarbeiter interessieren und so auf die Mitarbeiter auch einwirken und die versuchen, nach vorne zu bringen. Die Aufgabe eines Arbeitsvorbereiters ist, die Gewerke auszuschreiben. Da werden zuerst die Bauverfahren festgelegt, Mengen ermittelt und Leistungsverzeichnisse erstellt.
wenn die Leistungsverzeichnisse fertig sind, die werden dann von Einkauf an die Nachunternehmer verschickt. Und dann werden wir auch zu den Vergaben eingeladen, um einfach diese technischen Fragen zu klären. Als Arbeitsvorbereiterin bin ich manchmal auch auf der Baustelle. Im Moment mache ich auch Bauleitung auf der Baustelle. Nachdem die Ausschreibung fertig war, dann habe ich mit der Bauleitung auf der Baustelle angefangen. Und ich denke, nicht in jedem Unternehmen gibt es diese Möglichkeit, auch sowas zu machen. Ich habe auch schon bei vielen anderen Firmen im Ausland auch gearbeitet oder Praktika absolviert. Und keines dieser Unternehmen hat mir so einen auch zwischenmenschlichen Eindruck hinterlassen wie Wolf und Müller. Wolf und Müller gibt mir das Gefühl, gefördert zu sein. Ich darf an vielen Schulungen und Weiterbildungen teilnehmen. Das Unternehmen hat sogar eine eigene Akademie. Und ich glaube, dass diese Möglichkeit hätte ich bestimmt nicht bei jedem Unternehmen bekommen. Ich bin stolz darauf, bei seinem Unternehmen zu arbeiten, das so viel für den Umweltschutz macht. Wolf und Müller betreibt die Baustellen und Gebäude nur mit Ökostrom und arbeitet deutschlandweit CO2-neutral. Einkauf bei Wolf und Müller oder Einkauf in der Baubranche an sich unterscheidet sich in meinen Augen ein ganzes Stück von dem, was in der Industrie ansonsten, in der stationären Industrie passiert. Im Baueinkauf bei Wolf und Müller, wir müssen definitiv deutlich flexibler sein und auf sehr viel mehr Gegebenheiten reagieren, als es in der Industrie der Fall ist. Bei uns läuft es schon so, dass man immer Strategie mitmachen muss und auch operatives Geschäft. Bei Wolf und Müller wird das Thema Partnerschaftlichkeit sehr groß geschrieben im Umgang mit Kunden und Baupartnern, mit denen wir auf Augenhöhe reden wollen. Natürlich müssen wir als Einkäufer immer hart verhandeln, aber immer auf Augenhöhe und immer fair. Dass das bei Wolf und Müller groß geschrieben wird, das spürt man auch im Umgang im Inneren, im internen Umgang, weil auch hier im Regelfall mit relativ flachen Hierarchien partnerschaftlich und auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird.